Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid bei unserer langen Nacht der Bürgerenergie. Ja, hallo auch von meiner Seite. Also wir warten jetzt noch mal ein, zwei Minuten, lassen noch mal die Leute eintrudeln. Aber gleich geht es mit einem ganz tollen, spannenden Programm los. Wir freuen uns schon sehr. Ich hoffe, ihr auch. Genau, ihr könnt auch gerne schon mal den Chat ausprobieren. Schreibt uns doch schon mal eine Nachricht, dann können wir euch auch direkt lesen, schon mal was von euch. Und dann überbrücken wir noch mal ein, zwei Minuten, bevor wir gleich richtig reinstarten. Hallo aus Krefeld, hallo aus Berlin zurück. Cool, also funktioniert schon mal alles. Juhu, endlich geht's los. Hey, das sehen wir auch so. Jo, mehrere aus Karlsruhe sind da. Bückeburg, Hannes, sehr gut. Hannes. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Es sind echt viele, das ist schön zu sehen. Das Sauerland ist auch dabei. Auch im Sauerland. So, es ist 2 nach. Ich würde sagen, wir fangen langsam an. Es scheint auch, als würde es sich zu stabilisieren mit den Teilnehmenden. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch heute aus unserem Bürgerenergiestudio. Wir, das sind Malte und ich. Und ja, Malte, willst du ein bisschen was über dich erzählen? Ja, vielen Dank, Josefa. Auch von meiner Seite nochmal hallo und herzlich willkommen zur langen Nacht der Bürgerenergie. Wir haben ein ganz spannendes und intensives Programm vor uns. Wir freuen uns sehr. Ja, mein Name ist Malte Zier. Ich bin der Bürgerenergie schon lange verbunden. Seit fast 15 Jahren fasziniert mich die Bürgerenergie. 2009 bin ich dann auch selbst aktiv geworden, habe meine erste Bürgersolaranlage realisiert. Weitere haben gefolgt. Und ja, heute bin ich Vorstand im Bündnis Bürgerenergie und als solcher begrüße ich euch ganz herzlich zur langen Nacht der Bürgerenergie. Wir haben viel vor und bevor es losgeht, möchtest du dich auch nochmal vorstellen, Josefa? Ja, voll gerne. Danke, Malte. Ja, hallo von meiner Seite. Ich bin Josefa. Ich bin noch recht neu bei der Bürgerenergie. Seit Februar bin ich jetzt beim Bündnis dabei als Werkstudierende. Ich studiere nebenher noch Zukunftsforschung hier in Berlin an der FU. Und bin darüber auch so ein bisschen an die Bürgerenergie gekommen, weil wir uns viel mit der Zukunft der Energie beschäftigen. Und ja, dass die Fossilen keine Zukunft haben, ist klar. Aber auch die regenerativen Energien sind nicht unbedingt die Heilsbringer, wenn sie in der Hand von großen Konzernen liegen. Davon bin ich überzeugt und deswegen bin ich hier. Genau. Aber wir sind nicht nur zu zweit, sondern an dieser Realisation arbeiten noch viel mehr mit. Und Malte, willst du vorstellen, wer noch am Start ist? Genau, so eine große Veranstaltung und ich hoffe, sie wird wirklich toll, ist nur im Teamwork möglich und ich möchte jetzt einmal die Personen vorstellen, die wirklich heute Abend jetzt alle mit dabei sind und das Ganze möglich machen. An erster Stelle möchte ich Xaver Hirsch danken. Xaver macht heute für uns die Regie und das ganze Technik-Gedöns, sage ich einmal, das hier aufgebaut wurde in Berlin. Und wird uns technisch durch den Abend begleiten. Dann Viola Schmidt, unsere Referentin im Bündnis für Energiepolitik und Wirtschaft, macht die Referentenbetreuung, also nochmal den letzten Technikcheck und die inhaltlichen Absprachen, bevor die Referenten und Referentinnen dann auch hier in den Zuschauerraum geschaltet werden. Christina André, meine Vorstandskollegin, macht heute den Technik-Support und lässt alle Teilnehmer in den Raum rein, sodass sie auch dabei sein können. Auch vielen Dank da. Dann Gunnar Harms, ebenso mein Vorstandskollege, macht heute den Qualitätscheck, auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und ja, Gunnar und Viola, die sind auch mit uns heute in Berlin, genauso wie Xaver. Und die beiden werden nachher auch nochmal selbst hier vor der Kamera stehen. Also könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ja, also vielen Dank an das ganze Team. Wir freuen uns. Genau, vielen, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ohne euch wäre es nicht möglich.
Genau, und wie ihr gemerkt habt, die Aufgaben, die wir hier heute so besetzt haben mit unseren Teammitgliedern, sind der Pandemie geschuldet. Und jetzt muss ich noch einmal auf dieses leidige Thema zu sprechen kommen. Denn ja, die Pandemie ist schuld, dass wir das Konvent online realisiert haben und nicht offline, weil ja doch die letzten Monate, in denen wir schon angefangen haben zu planen, mit einer großen Planungsunsicherheit verbunden waren. Ja, wir freuen uns deswegen nicht weniger, sondern sind sehr gespannt, wie das so funktioniert. Das ist unser erstes Online-Konvent und genau, viel Spaß. Genau, gleich werden wir auch nochmal die kompletten Programmpunkte vorstellen. Aber vorab, und viele haben das auch schon gemacht, möchte ich aber noch einmal in die Runde fragen, von wo aus ihr denn dabei seid. Also alle, die noch nicht im Chat sich beteiligt haben, gerne nochmal schreiben, von wo aus ihr dabei seid. Gerne auch, ja, wie ihr euch gemütlich gemacht habt. Das soll ja eine lange Nacht werden. Also besser ist es, wenn ihr nicht ja, in irgendeiner unbequemen Position seid, sondern sucht euch gerne euer Lieblingssofa, stellt euren Laptop davor oder wie auch immer mit Smart TV, keine Ahnung. Aber macht es euch gemütlich. Natürlich solltet ihr weiterhin auch mitchatten können. Also allzu gemütlich fällt auch doch nicht, aber so, dass ihr Lust habt, den Abend mit uns zu verbringen. Wir haben uns auch gemütlich gemacht. Wir sitzen hier auf zwei Barhockern in unserem Studio in Berlin. Und genau, also gerne nochmal von wo ihr seid und wie ihr dabei seid, einfach nochmal mit uns teilen. Ich denke, das Programm eignet sich auch wirklich, um genossen zu werden. Wir haben viel kulturelles Programm auch, also es wird spannend. Und genau, wir sind hier in Berlin, tatsächlich in der Marienstraße, in unserem Headquarter vom Bündnis Bürgerenergie und haben hier unser Studio gestaltet und ja, präsentieren das gesamte Programm von hier aus. Wir wollen aber natürlich, dass es eine Veranstaltung ist, wo ihr eingebunden seid. So eine Veranstaltung funktioniert nur, wenn wirklich ja, alle sich beteiligen können. Daher könnt ihr natürlich den ganzen Abend über Fragen und Kommentare in den Chat posten. Und wir haben da einen Blick drauf. Hier steht noch so ein Laptop, den seht ihr jetzt nicht vor uns, sodass wir da auch drauf gucken können. Und nachher, wenn wir die Referenten und Referentinnen dazu holen, werden wir die Fragen natürlich auch weitergeben und dann werden die auch beantwortet werden. Genauso Kommentare, wenn ihr irgendwas kommentieren wollt, sehr gerne, wir achten da drauf. Und bei technischen Fragen natürlich ebenso. Wenn es irgendwelche Probleme gibt technischer Art, dann schreibt gerne. Meine Kollegin Christina wird sich dann da versuchen, drum zu kümmern oder im ganzen Team werden wir versuchen, das zu lösen. Ich denke, das kriegen wir hin. Und genau, ansonsten gucke ich jetzt noch mal hier rein, so von wo bisher eigentlich alle so dabei sind. Ich sehe es Heidelberg, Kassel, Wuppertal, Göttingen, Bernkastel, Küß, Berlin-Marzahn, gar nicht so weit weg, Grevenbroich, Franken, Neukölln, Allgäu in Kempten, Arnsberg, München, Wolfratshausen. Also wirklich, hier sehe ich auch einen Kommentar, Bürgerenergie ist überall. Dem können wir voll und ganz zustimmen. Also es ist ganz breit gestreut. Ich sehe jetzt noch nicht wirklich, doch, hier schreibt jemand, es ist auf unserer Couch sehr gemütlich. Das ist schön. Ich hoffe, das geht den anderen auch so. Dann Hannover, Gensingen in Rheinhessen, Rheinland-Pfalz, Münster und Emsland. Ja, ist auf jeden Fall breit verteilt, das Zuschauerfeld. Genau, ich denke, das deckt die gesamte Breite der Bürgerenergie ab. Ich sehe jetzt hier noch Frankfurt am Main und Schleswig. Genau, und ich würde sagen, jetzt stellen wir nochmal das gesamte Programm vor, damit ihr wisst, was ihr erwarten könnt. Genau, also ich freue mich wahnsinnig, dass wir so bunt und aus ganz Deutschland hier uns getroffen haben. Wir kommen aus vielen verschiedenen Orten und gehen trotzdem gemeinsam ein Programm durch heute. Und ich möchte das gerne jetzt einmal mit euch zusammen nochmal durchgehen. Ihr seht es hier eingeblendet. Wir starten mit der Vorstellung der Kandidatinnen zur Wahl des Rats für Bürgerenergie und werden dann die Wahl auch starten.
Anschließend wird Professor Dr. Jens Lowitsch einen Vortrag über Energy Sharing in Deutschland halten. Und dann wird Brigitte Durst mit uns einen Kurs zum klimafreundlichen Kochen machen. Die Rezepte werden später auch hochgeladen. Ihr könnt die auch nachkochen. Es lohnt sich. Es schmeckt sehr gut. Dann geht es 19.30 Uhr weiter mit einem Vortrag von Dr. Philipp Boos und Barbara Tröschel über die Umsetzung der erneuerbaren Energienrichtlinie in Deutschland, vor allem aus rechtlicher und politischer Sicht. Und dann um 20 Uhr kommen wir zu unserer Podiumsdiskussion zur Umsetzung der erneuerbaren Energienrichtlinie mit Timon Krebels von der SPD, Julia Verlinden von den Grünen, Lorenz Göster-Beutin von den Linken und Martin Neumann von der FDP. Wir sind sehr gespannt auf diese Diskussion. Und tatsächlich noch Felix Rodenjohann von der CDU ist ganz spontan auch noch dazu gekommen. Oh. Umso besser. Genau, um 21 Uhr machen Gunnar und Viola vom Bündnis weiter und werden das Programm des Bündnisses in der kommenden Zeit, im kommenden Jahr vorstellen. Um 21.30 Uhr werden Stefanie Maffei und Ulfhard Höhne Energy Sharing in Österreich und Italien vorstellen. Und um 22 Uhr werden wir dann das Wahlergebnis verkünden. Wir haben extra für diesen Abend heute ein Musikvideo aufgenommen mit Humans as Ornaments, ein kleines Mini-Konzert. Und das werden wir um 21:15 gemeinsam mit euch anschauen. Anschließend werden Sandra Schankweiler und Caroline Stasch den Wettbewerb vorstellen. Ein Wettbewerb, um die Solarleistung in deutschen Städten schnellstmöglich zu verdoppeln, aber dazu später mehr. Um 23 Uhr, wenn der Abend dann langsam ruhiger wird, wird Andreas Meissner aus seinem Buch Mensch, was nun vorlesen. Da könnt ihr euch zurücklehnen, die Lesung genießen. Wir freuen uns sehr darauf. Und ja, kurz vor 12 werden wir uns von euch verabschieden und dann einen letzten Tanz zusammen mit euch tanzen. Und zwar werden wir ein DJ-Set vom Windradfestival als Ausklang hören. Wir sind gespannt, wir freuen uns sehr. Und kommen jetzt zum ersten Punkt, Malte. Genau. Also ich hoffe, es ist wirklich für alle was dabei in unserem Programm. Und ich sehe hier gerade im Chat auch noch, dass jemand schreibt, drinnen ist es zum Glück gemütlicher als draußen. Das ist in Hechingen scheinbar so. In Berlin ist es auch so, hier regnet es total. Also vielleicht gar nicht schlecht, damit niemand draußen hockt, sondern tatsächlich bei der langen Nacht der Bürgerenergie alle dabei sind. Aber genau, so passiert das mal. Die Sonne kommt sicherlich auch wieder. Und ja, wir freuen uns hier digital mit euch den Abend zu verbringen. Genau, dann gehen wir direkt zum ersten Programmpunkt. Das ist die Wahl für den Rat für Bürgerenergie. Die Mitglieder aus Bündnis Bürgerenergie, die schon länger dabei sind, die kennen das. Normalerweise findet diese Wahl im Rahmen des Bürgerenergiekonvents statt. Das ist so unsere Hauptveranstaltung, die wir als Bündnis Bürgerenergie jedes Jahr veranstalten, immer irgendwo anders in Deutschland. Bisher immer viele Menschen teilgenommen, wirklich eine tolle Stimmung, wo die Menschen sich ausgetauscht haben, miteinander sich vernetzt haben, neue Ideen entwickelt haben. Das ist jetzt leider in Zeiten der Pandemie alles ein bisschen schwieriger, aber wir haben auch schon viele Webinare gemacht und diesen Austausch fortgeführt. Und genauso werden wir jetzt auch diese Wahl eben in den digitalen Raum verlegen. Das funktioniert auch sehr gut. Und ich möchte jetzt einfach nochmal das Drumherum vorstellen. Also in unserem Rat für Bürgerenergie sind 20 Personen, die den Vorstand und den Aufsichtsrat ganz intensiv beraten und die wirklich eine enorme Expertise versammelt haben, ganz breite Kompetenz über ganz viele verschiedene Felder und die sich ganz intensiv ins Bündnis ehrenamtlich einbringen. Das ist ganz wichtig für das Bündnis, um wirklich die Breite der Bürgerenergie abzudecken und auch alle Themen abzudecken. In diesem Jahr scheiden 6 Personen aus dem Rat für Bürgerenergie aus. 5 davon stehen zur Wiederwahl. Das heißt, dass eine Person nicht wieder kandidiert. Das ist Daniel Knoll. An dieser Stelle möchte ich Daniel ein ganz großes Dankeschön aussprechen für die vielen Jahre, die du hier im Bündnis Bürgerenergie dich ehrenamtlich engagiert hast und wirklich dein Wissen eingebracht hast. Ich erinnere mich an einige Situationen, wo man dich anrufen konnte und du uns weitergeholfen hast oder wo du dich auch natürlich
Eigeninitiativ eingebracht hast. Ein ganz großes Dankeschön. Wir haben eine neue Kandidatin, das ist Ursula Papayak. Die wird sich gleich auch nochmal selbst vorstellen. Genauso wie die Kandidaten und Kandidatinnen, die wieder kandidieren. Das sind Beate Petersen, Susanne Jung, Sarah Berberich, Volker Quaschning und Claudia Kempfert. Genau, und bevor ich jetzt gleich auch das Wahlprozedere im Detail nochmal vorstelle, sollen sich doch die Kandidaten und Kandidatinnen einmal vorstellen. Beginnen wird dabei Beate Petersen. Beate ist auch unsere Ratssprecherin und daher wird Beate auch noch mal darauf eingehen, was den Rat eigentlich ausmacht und was so die Aktivitäten in den letzten Monaten waren. Und dann werden sich danach auch nochmal alle anderen Kandidaten und Kandidatinnen für die diesjährige Wahl vorstellen. Mein Name ist Beate Petersen. Eigentlich ist es wirklich erstaunlich, dass ich als Diplom-Finanzwirtin so brenne für die Bürgerenergie, für das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Aber eigentlich ist es auch wieder nicht so erstaunlich, weil als Finanzbeamtin habe ich natürlich ein extrem ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und es geht ja auch um Klimagerechtigkeit und um diese Gerechtigkeitsthemen. Also insofern, das ist mein Bindeglied zwischen diesen zwei Themen, die mich eben halt wirklich sehr, sehr interessieren. Es ist Nordfriesland der Grundstein gewesen, wo ich angefixt war durch den Grovian, durch die freche Behauptung, dass man aus Wind keinen Strom, keine Energie erzeugen kann. Und ich habe dann da oben natürlich die ganze Entwicklung mitbekommen über familiäre Bindungen, wie sich dann auch die Bürgerwindmüller engagiert haben und wie es da wirklich abgegangen ist mit der Energiewende. Ja, und dann kam das Jahr 2009 und IKEA wollte vor meiner Haustür und dann habe ich mich halt hier in der Bürgerinitiative engagiert, ein Jahr später zum Thema Bürgerkraftwerk, habe daraus dann 2012 die Bürgerenergiegenossenschaft im Bergischen Städtedreieck mitgegründet und habe dann auch schnell Gremienämter übernommen, Vorständin, Aufsichtsrätin, Ratssprecherin im Bündnis, also in verschiedenen Organisationen, um mich damit einzubringen und auch mitgestalten zu können. Der Rat im Bündnis Bürgerenergie ist eigentlich ein Beirat, der nach innen wie nach außen wirkt. Wir sind 20 Mitglieder, die dann eben halt immer auf dem Konvent gewählt werden. Manche bleiben drin, manche gehen raus, neue kommen hinzu. Und auch da habe ich das Thema Parität im Blick, was in den anderen Gremien uns ja auch ganz gut gelungen ist. Vorstand, Aufsichtsrat, Geschäftsstelle sind wir ja wirklich inzwischen paritätisch aufgestellt. Und das versuchen wir im Rat auch. Ja, der Rat ist ein breites Spektrum von Erfahrung, Wissen, also von Praktikern, die ihre eigenen Solarmodule aufs Dach legen oder auf dem Marktplatz vertreiben, über Politiker, Politikerinnen, die eben halt lange im Bundestag gesessen haben. Wissenschaftlerinnen haben wir auch ganz tolle, die Juristerei ist bei uns mit an Bord im Rat. Also wir sind da wirklich sehr breit, sehr gut aufgestellt und tauschen uns sehr gut aus. Und das tun wir bei Treffen, so ungefähr alle 2 Monate, virtuell per Zoom oder eben halt beim Konvent, real dann. Und dann sind vielleicht die beiden Arbeitskreise, die momentan am aktivsten sind, kurz mal zu benennen. Das eine ist der Arbeitskreis politische Impulse, der ist Anfang 2017 haben wir daraus einen runden Tisch gegründet außerhalb des Bündnisses, um uns zu vernetzen mit anderen NGOs und gemeinsame Positionen, wie zum Beispiel Wahlprüfsteine 2017 zu entwickeln, wo wir eben halt die Energiewende auch als Gemeinschaftsprojekt, als Wir-Projekt eben sichtbar machen. Also da stehen eben viele hinter, die daran arbeiten. Am Runden Tisch haben wir uns im Mai 2020, als wir eben halt uns, als die Corona-Pause eben halt war, haben wir uns gedacht, wir müssen irgendwie nochmal einen Zahn zulegen und haben uns dann auf den Leitsatz 100% erneuerbar bis 2030 verständigt, was uns auch neuen Zuspruch an den Runden Tisch geholt hat. Inzwischen haben wir dann auch Arbeitspapiere entwickelt zur Verkehrswende, zur Wärmewende, Gesetzesrahmen und sind gerade dabei zu gucken, welchen Bedarf haben wir eigentlich über alle Sektoren an Energie, wenn wir eben elektrifizieren wollen und wie können wir das erneuerbar eben halt decken. Wir haben aber auch Praxisbeispiele in einem Papier zusammengefasst von und meinem stellvertretenden Ratssprecher, der sich komplett selbst versorgt aus erneuerbaren Energien, bis hin zum Rhein-Hunsrück-Kreis als Region, die von einer strukturschwachen Region den Wandel geschafft hat zu einem Vorzeigeprojekt, wo es allen gut geht, wo sie wirklich jetzt die erneuerbaren Energien, also auch merken, wir profitieren alle davon. Das ist was Tolles, das ist Wirtschaftsförderung. Wir gehen mit der Mitwelt eben halt schon da um. Und
Ja, wo es dann allen besser geht, wenn die ganze Region mitmacht. Und wir fordern das auch ein, dass die Bundesregierung eben alles dazu tut, dass es eben halt auch insgesamt deutschlandweit so wird und haben jetzt nochmal jüngst nachgefragt, wie denn die EU-Richtlinie in die Gesetze rückblickend umgesetzt worden ist, weil bis zum 30.06. hätte sie eigentlich in nationales Recht umgesetzt werden sollen, dass Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften leichter machbar sind. Der andere Arbeitskreis ist der zu Steckersolar. Das ist eine Geschichte, was wirklich ein super niederschwelliger Einstieg ist. Das habe ich letztes Jahr eben halt auch in der Corona-Pause bei uns in die Bürgerenergiegenossenschaft im Bergischen reingebracht. Die Vorstände haben es dankenswerterweise aufgegriffen und in der dortigen Arbeitsgruppe Stecker Solar haben wir im letzten Jahr über 50 Module vertrieben, die jetzt an Balkonen hängen, als Dachvordächer im Gärten, auf Garagen und so weiter. Das Tolle ist, es ist sehr niederschwellig, es kann jeder mitmachen und man profitiert sofort davon. Im Homeoffice, die Sonne scheint, ab in den Computer, mit dem ich gerade arbeite. Also die Energiewende wird greifbar. Und genau, und wir haben eben halt auf unserer Website von der Bürgerenergiegenossenschaft sozusagen die Blaupause erstellt. Es kann alles runtergeladen werden und jeder kann es mitmachen. Und das wäre eben halt wirklich toll, weil die Energiewende ist ein Wir-Projekt. Wir kriegen das nur gemeinsam hin. Und da ist das Balkonmodul genauso wichtig wie die Dachanlagen. Also alle mitmachen und die Energiewende ist wirklich ein Wir. Ja. Kempfert. Eine der gefragtesten Expertinnen. Umweltökonomin. Energieexpertin. Sie ist gefragt, wenn es um Energie, Verkehr und unsere Umwelt geht. Professor Claudia Kempfert, Spitzenforscherin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ob beim ehemaligen EU-Präsidenten Barroso oder der Bundesregierung, ihr Wort hat Gewicht. Wie werden wir in Zukunft mobil sein? Wird unser Strom günstiger werden? Und woher bekommen wir überhaupt unsere Energie? Das alles weiß sie und sie erklärt uns, warum wir nicht nur Fridays for Future brauchen, sondern auch Mondays. Professor Claudia Kempfert. Hallo, mein Name ist Ursula Popayak. Ich wohne in Berlin und arbeite als Projektmanagerin in der Bürgerenergieabteilung bei Naturstrom. Seit 8 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, wie digitale Technologien die Energiewende voranbringen können. Ich habe meine Ausbildung in Dänemark und Großbritannien abgeschlossen. Nach meinem Abschluss durfte ich die Organisation 350.org dabei unterstützen, eine globale vernetzte Basisbewegung für den Klimaschutz zu bauen. Danach habe ich für das H2020-Projekt WiseGrid als Mittlerin zwischen Öffentlichkeit und Experten aus Wissenschaft, Technik und Politik gearbeitet. Als Transatlantic Media Fellow besuchte ich Brooklyn Microgrid Project und recherchierte, wie neue Energiemodelle die politische Entscheidung beeinflussen. Vor 2 Jahren organisierte ich einen Good Practice of the Year Award in Kopenhagen. Außerdem hatte ich eine Bildungsreise für europäische Führungskräfte im Energiesektor nach Beijing, China zu organisieren. Ich freue mich, dass ich für den Rat kandidieren kann und hoffe, dass ich Bundesenergie unterstützen darf. Danke. Hallo zusammen, mein Name ist Susanne Jung. Ich bin Geschäftsführerin des Solarenergieförderverein Deutschlands und ich sitze hier gerade in meinem Büro in der Bundesgeschäftsstelle in Aachen. Im Hintergrund seht ihr unser neues Plakat unserer Bundestagswahlkampagne 2021. Da steht drauf 100% erneuerbare Energien bis 2030. Das ist ein wahnsinniges Ziel, was wir uns da setzen mit vielen anderen Organisationen, auch mit dem Bündnis Bürgerenergie. Denn wir alle wissen, wir müssen einen Sprint einlegen, einen Sprint bei der Energiewende, sonst haben wir keine Chance, große Schäden auf diesem Planeten zu verhindern. Ich möchte mit euch zusammen bei der Bürgerenergie weiter verbunden sein und Kräfte bündeln, zusammenarbeiten und deshalb bewerbe ich mich gern wieder in den Aufsichtsrat von Bündnis Bürgerenergie und freue mich, mit euch gemeinsam die Energiewende, die Bürgerenergiewende voranzubringen. Hallo, ich bin Sarah. Ich komme aus Freiburg und arbeite schon seit ein paar Jahren hier in einem Büro für erneuerbare Energien. Also wir begleiten Städte und Gemeinden dabei, erneuerbare Energieprojekte umzusetzen. Und mein persönlicher Schwerpunkt ist dabei die klimafreundliche Mobilität. Ein Thema, für das ich total brenne und mich mit vollem Herzen gerne einsetze. Ich war schon eine
Zeit im Rat für Bürgerenergie und würde mich freuen, wieder dabei zu sein, weil ich glaube, dass ich den kommunalen Aspekt mit einbringen kann und gleichzeitig mich darauf freuen würde, weiterhin sich zu vernetzen mit so vielen tollen, aktiven Leuten. Hallo, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin Professor für regenerative Energiesysteme an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTW Berlin, und hier der Sprecher für den Studiengang Regenerative Energien. Ja, der Klimawandel ist in aller Munde und wir wissen, dass wir viel dagegen unternehmen müssen. Wir wissen auch, dass der Verkehr ein Problem ist. Die Elektromobilität wird als Lösung gesehen, aber viele sagen, naja, steigen wir auf die Elektromobilität um und nutzen den konventionellen Strom, dann haben wir gar nicht viel gewonnen, weil wir verlagern das Problem nur von dem Auto in die Kraftwerke. Das heißt, wir brauchen eine Gesamtlösung, wir brauchen erneuerbare Energien, wir brauchen Elektromobilität und das alles muss kombiniert und verzahnt zusammenarbeiten. Und genau diesen Detailfragestellungen, diesen wollen wir uns nun in verschiedenen Einheiten widmen. Das war die Vorstellung der Kandidaten und Kandidatinnen für die diesjährige Ratswahl. Also ich finde, das sind wirklich ganz tolle Kandidaten. Ich möchte jetzt einmal nochmal das Prozedere für die Wahl vorstellen. Wahlberechtigt bei der Wahl für den Rat des Bürgerenergie sind alle Fördermitglieder im Bündnis Bürgerenergie. Und alle Fördermitglieder haben vor genau einer Woche am 23. Juni um 12 Uhr eine E-Mail erhalten, mit der sie an der Wahl teilnehmen können. Die E-Mail wurde von unserem Dienstleister Polyas verschickt, mit dem wir heute die Wahl durchführen. Das schreibt sich Polyas. Die E-Mail ging raus von voting@polyas.com. Also wer da nochmal nachsuchen möchte, findet das unter dieser Adresse. Und in der E-Mail ist enthalten ein Link. Dieser Link führt dann zur Wahlplattform, wo man dann seine Stimme abgeben kann. Die E-Mail-Adresse ist die Wähler-ID, also der User-Login. Und dann braucht man noch ein Passwort, das ebenfalls in der E-Mail drinsteht. Damit kann man sich einloggen und an der Wahl teilnehmen. Und zwar ist die Wahl, wird die in 2 Minuten freigeschaltet, also genau um 18.30 Uhr. Und bis 21 Uhr kann man dann die Stimme abgeben. Also gerne nochmal ins E-Mail-Postfach gucken, wenn ihr Fördermitglied im Bündnis Bürgerenergie seid, die Login-Daten raussuchen und eben die Stimme abgeben. Jeder hat maximal 6 Stimmen, das heißt maximal eine Stimme pro Kandidat. Es gibt, wie gesagt, 6 Kandidaten. Gewählt ist, wer das Quorum von mindestens 50% positiv abgegebener Stimmen erreicht. Also man kann eben auch, wenn man möchte, weniger als 6 Stimmen abgeben, aber eben nicht mehr als 6. Genau, das ist eigentlich alles, was man wissen muss zur Wahl. Wir würden uns freuen, wenn alle sich daran beteiligen. Gerne nochmal nach der E-Mail suchen und dann bin ich gespannt auf das Ergebnis. Das Ergebnis werden wir dann um 22 Uhr verkünden. Also dauert noch ein bisschen, aber es ist ja auch eine lange Nacht der Bürgerenergie. Und genau,